Leute, da sind wir wieder hier am langen Graben und heute geht's weiter mit dem neuen frischen Account. Gerade mal Level 6 der Account und wir müssen ein bisschen Silber verdienen. Und da habe ich mir gedacht, komm, guckst du mal auch am langen Graben, was da geht. Letzte Mal waren wir ja am Spiegelsee und haben da viele Kaffeeaufträge abgearbeitet. Und heute gucken wir mal hier rein ins Café am langen Graben und ziehen hier ein paar dicke Brocken raus. Also ihr Lieben, legen wir los. Schauen wir mal eben, was das Café hier so zu bieten hat. Und da sehen wir auch schon Giebel, mittelgroße Giebel, das ist ganz gut. Karauschen, alles noch ziemlich lang, da hat man viel Zeit für. Oh, sehr schön, Rotaugen noch. 32 Stunden, das ist gut. 50 Gramm Rotaugen, die kriegen wir bestimmt zusammen. Kaulbarsch, möglicherweise in der Nacht zwei Stück. Auf Regenwurm können wir das mal ausprobieren. Das sind die großen Rotaugen. Lauben, einer der wichtigsten Fische hier am langen Graben. Und Haseln. Zwei Haseln um die 100 Gramm. Das wird schon ein bisschen schwierig, aber wir versuchen es. Für den langen Graben empfiehlt es sich tatsächlich, dann doch mal ein wenig Geld in die Hand zu nehmen. Und zwar mit dieser Naturköder-Futterbox. Weil es da zum Beispiel die Zuckmücken drinne gibt. Kaster gibt es da drin. Also die kann man hier alle wunderbar verwenden am langen Graben. Gerade für das Angeln mit der Stippe funktioniert das sehr gut. Davon gönnen wir uns mal eine Packung. Da sind die 100 wieder weg. Aber die Kohle kommt schon wieder rein, dass wir hier die 149 Silber zusammenkriegen fürs erste Grundangelset. Und da, der Magen knurrt schon wieder, alles wieder im roten Bereich. Und was hatten wir beim letzten Mal gesagt? Kohle sparen, nichts ausgeben für Essen und für Trinken, sondern hier immer an der Feldküche. Jawohl. Sparfüchse irgendein Achievement bekommen. Ja, Mann. Ach so. Ja, uns fehlt natürlich noch. Hier ist das Angelgeschäft. Genau, hier ist die Feldküche. Da hinten ist das Café. Und da drüben die blaue Butze. Das ist der Fischmarkt. Wichtig ist dann natürlich auch hier immer noch die Verwaltung. Wir brauchen noch eine Karte. Jawohl, jetzt können wir auch M drücken. Und wir probieren einfach mal, vielleicht hier hinten im hinteren Bereich zu angeln. Da ist es mit dem Spinnen ganz gut. Ich weiß nicht genau, wie das mit den Stippen ist. Das probieren wir einfach mal aus. Treibangeln. Zuletzt hatte ich ja auch immer gesagt, hier oben in dem Bereich, das hier ist quasi stehendes Gewässer. Da ist es mit den Stippen auch sehr gut. Da kriegt man auch die Giebel und die Karauschen ganz gut. Aber testen wir es erstmal hier. Und später kann ich dann hier vorne auch nochmal ausprobieren, was da so geht. Hier vorne haben wir das Lebensmittelgeschäft, falls man nochmal ein wenig Brot kaufen möchte. Und für später ganz interessant, hier gibt es den Bauernhof. Da kann man dann Mischfutter kaufen, Eier, Kartoffeln, um eben da auch Köder herzustellen. Das ist allerdings dann erst später wichtig. Hier haben wir noch den Werkzeugladen hinten. Und da ist das Sägewerk. Wenn man dann ganz viel später irgendwann mal auf die Köder, die Kunstköderzubereitung und Kunstköderanfertigung da in die Richtung skillen will, dann braucht man auch zwischendurch mal Holz. So, jetzt sind wir aber auch schon hier fast am Ende des Gewässers. Genau, das hier sieht ganz schick aus. Hier muss man ein bisschen aufpassen mit der Spinnrute, weil hier vorne, gerade in diesem hinteren Bereich, da beißen ganz gerne auch mal Hechte. Ich hoffe, ich komme damit durch. Das Inventar eben öffnen. Hier diese Box auspacken. Ja, will ich auspacken. Und dann packe ich jetzt mal hier an die Rute. Ich nehme mal eine Zuckmückenlarve. Macht den Köder auf 17 cm Tiefe.
und werf einfach mal aus. So, ganz flach. Das Ding treibt natürlich hier vorne wieder hin. Das gleiche machen wir mit der anderen. Zack, da ist er schon weg. Ach du Schande. Ach du, das ging aber. Und? Perfekt, kleiner Barsch. Nochmal. Und dann nehmen wir hier nochmal die kleine Zuckmückenlarve. Wir wollen, haben ja kleine Haken. Wollen auch erstmal nur ein paar kleine Fische für die Kaffeeaufträge. Und dann haben wir als nächstes noch die Spinnrute. Und ziehen dann hier schön. Und das schon wieder. Ich glaube, das kriege ich gar nicht hin. Wenn da so viel Biss ist. Da müsste ich schon wieder. Und das nächste geht auch schon wieder. Linke Maustaste gedrückt halten, schon hochziehen. Und da ist der Biss. Eine Hasel, sehr gut. Haseln sind top. Zwei Haseln für 100 Gramm wäre jetzt natürlich ein Traum. Na, wenn die Frequenz hier so groß ist, so gut ist. Dann wird halt nichts mit dem Spinnen nebenbei. Das Schöne ist, wenn das ein treibendes Gewässer ist, ein fließendes Gewässer ist, kommt hier jetzt gleich die Meldung Treibangeln. Das heißt, man hat hier zusätzlich quasi nochmal, man sieht, es ist quasi wie so eine zusätzliche Lockwirkung. Ach, das ist aber nicht schlecht, ey, wenn das jetzt hier so läuft. Oh, zack, noch ein kleiner Barsch angebissen. Sehr gut, ey. Und da geht's schon weiter. Und da geht's schon weiter. Und da ist auf der 2. Das zieht schon rüber. Ah, doch nicht. Aber auf der 1 immer noch. Und jetzt anschlagen. Linke Maustaste schon sofort gedrückt halten. Jawohl, Rotauge, klein, reicht mir völlig für den Auftrag. Wenn das so viele Aufträge gleichzeitig sind, vielleicht einfach einen Screenshot machen, Foto mit dem Handy aufschreiben, wie auch immer, dass man die ganzen Größen im Blick hat. Und wie viele Fische man braucht von den verschiedenen Sorten. Da geht's wieder los. Oh, normal. Und zack, linke Maustaste. Und da ist der Haken. Hasel? Ah, Rotauge, okay. Läuft! Finde ich super gerade. Läuft. Also deutlich mehr Action hier auch auf der Stipproute. Macht dann schon deutlich mehr Spaß. Vor allem deutlich mehr dann als am Spiegelsee, wo dann auf dem Brotteig ständig die Rotaugen dran rumzuppeln, minutenlang und sich einfach nicht entscheiden können. Hier hat man dann deutlich mehr Action, die aggressiveren Fische dran. Oh ja, und auch die schwereren, jawohl. Vor allem, wenn hier mal ein Döbel anbeißt, dann hat man hier richtig Party. Wobei die Zuckmückenlarve als Köder ist eigentlich auch sehr gut für Lauben und für Haseln. Die kleinen Fische, die bringen da auch ganz gut Geld. Mal gucken, gleich mit dem nächsten Fisch. Schon fast das nächste Level, ne? Und da haben wir noch was dran. Sehr gut, was haben wir denn? Aber nichts Großes. Vielleicht ein kleiner Barsch. Oder? Ha! Ein kleiner Döbel, aber immerhin 150 hat gereicht fürs Level Up. Level 7, jawohl. Wir sind wieder zurück hier im Dorf. Jetzt, wo es so dunkel wurde, habe ich mir gedacht, komm, probier doch nochmal die andere Stelle. Gucken wir mal eben hier bei den Fischen vorbei am Markt. Also, die Giebel haben wir schon fast erledigt.
Karauschen, da müssen wir noch mehr ziehen. Am besten zwei Stück im Bereich von 350 Gramm. Vielleicht kriegen wir sogar noch einen Frosch auf Zuckmückenlarve. Rotaugen, die haben wir, die geben wir auch schon ab. Da haben wir die ersten Silber schon kassiert hier. Eine Schleie haben wir nicht, das haben wir auch nicht. Lauben haben wir nicht, Muschel haben wir nicht, Haseln haben wir nicht. Okay, dann gehen wir nochmal rüber in diesem Bereich, beziehungsweise ich überlege gerade, auch für die Haseln könnte man hier hingehen. Ich glaube, das machen wir mal, oder? Gehen wir mal hier hin. Einer der wichtigsten Spots, auch hier am langen Graben, zum Laubenstippen oder für Haseln. Nachts dann auf Grund gerne auch für Brassen. Gehen wir da mal eben hin. So, da sind wir doch hier fast an der besagten Stelle. Hier an der Birke noch dran vorbei. Direkt hier zum Ufer. Hier ist so eine abgeschlagene Birke. Liegt hier so halb im Wasser. Auch eine gute Stelle, um hier auf Grund zu angeln. Hier beißen häufig auch Flusskrebse. Und ich werfe das da einfach mal mit dem Regenwurm rein jetzt hier in der Nacht. Gucken wir einfach mal. Vielleicht geht ja hier sogar ein Flusskrebs noch dran. Das treibt dann da jetzt so ein bisschen hin in die Ecke. Und da ist sogar schon direkt was dran. Lecko funny, ey. Noch ist der Fisch dran. Noch ist er nicht abgezogen. Jetzt zieht er runter. Und jetzt hake ich ihn. Und er wollte nicht. Naja, gucken wir mal, was geht. Noch ist er dran. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Noch ist er dran. Gleich hakt er sich von alleine hier bald. Noch weiß er nicht. Alter, wie er drauf ist, ey. Jetzt hat er sich gehakt. Jawohl. Schön an der Ersatzroute hier. Zack, 521 Silber. Top. 521 Gramm. Wenn Silber leider nicht. 521 Gramm. Und da geht der nächste ab. Nein, falsche Route. Alter, hier komm, zieh. Auch gehakt, jawohl. Sehr gut, ey. Döbel. Döbel angeln. Ich dachte, hier gehen vielleicht noch ein paar Lauben. Aber Döbel ist auch geil. So, und weiter abdöbeln hier mit der Spinnrute. Maximal auswerfen. Einholgeschwindigkeit bin ich ziemlich langsam hier. Wie im Tutorial wurde es ja gezeigt. Tempo 10, dann machen wir das doch. Ich habe jetzt gerade den zweiten Köder dran. Und dann jo, ziehen wir hier einfach nochmal ein bisschen durch. Yes! Yes! Bremse auf 18, auf 19. Und er geht schon ein bisschen in die Bremse. Bisschen höher auf 19, jawohl. Wichtig, der Action Bar, der darf jetzt hier unten, das darf jetzt nicht mehr aufhören. Das muss schön immer gelb bleiben, grün bleiben. Jawohl. Der war gar nicht so schwer, hat aber gut gezogen. Was man zusätzlich machen kann, um hier auch wieder so ein Zusatz-Lockmittel quasi mit zu aktivieren, ist zwischendurch mal Shift drücken. Zack. Dann kommt schnell das Einkurbeln und dann wieder loslassen. Wenn der Text weg ist, dann wieder ein paar Umdrehungen normal machen. Dann wieder schnell. Funktioniert später auch am Gewässer Belaya. Da kann man ja hier mit der gleichen Route sehr gut angeln. Und damit kann man nochmal zusätzlich ein bisschen locken. Ja, Leute, kommen wir wieder zurück so langsam hier in die City. Und schauen mal eben, was der Kescher bzw. was das Café so bringt. Giebel und Karauschen sind leider nicht mehr geworden.
Dafür habe ich dann an den falschen Stellen geangelt. Lauben dafür. Lauben, Lauben, Lauben habe ich mitgenommen. 4, 5 Lauben für 16 Silber. Unmaßige Lauben. Mega gut. Richtig gut. Und ansonsten waren im Kescher noch drinne. Gehen wir mal so nach Gewicht. Döbel. Viele Döbel. Und da bin ich gespannt, was die so bringen. Leider gerade kein Döbelauftrag im Café. Deswegen schauen wir einfach mal hier rein. Und das, Leute, sieht schon richtig gut aus. 3 Silber, 5 Silber, 6, fast 7 Silber und 7 Silber 30. Das ist richtig gut Silber. Zack. Für die paar Fische hier unten. Das sind ja hier unten nur die, die zählen. Zack. 37 Silber. Und hier oben die ganzen unmaßigen 1 Silber 50. Naja. Vielleicht mache ich gleich noch ein paar Giebel fertig. Aber insgesamt sind das 39 Silber nochmal dazu. Und das heißt, mir fehlen noch eine Handvoll Fische. Und dann hätte ich schon die erste Grundroute. Wobei ich muss ja gestehen, ich bin jetzt Level 8. Und mit Level 12 könnte ich zum Belaya. Ab Level 12. Und ich glaube, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter spare, ich glaube, hier entscheidet es sich wirklich, hat man Bock auf Grundrutenangeln oder hat man eher Bock auf Spinnfischen? Und das ist wirklich, glaube ich, ein ganz wichtiger Moment im Game. Ich sag mal, man muss sich entscheiden. Will ich jetzt schwerpunktsmäßig bei den Talenten, will ich auf Grundfischen gehen, will ich da auch Skillpunkte reintun? Oder gehe ich eher aufs Spinnfischen? Oder möglicherweise finde ich das Posenangeln so geil, dass ich dann hier eben in den Posenskillbaum die ersten Points reintue. Ich habe bisher noch nicht einen Skillpunkt verteilt. 7 verfügbare Punkte hätte ich noch übrig. Ich glaube, es ist anfangs noch nicht so entscheidend. Die Points, die hebe ich mir erstmal noch auf, bis ich mich entschieden habe. Ich vermute im Moment, weil man einfach auch mit dem Spinnfischen zurzeit ganz gut Silber machen kann. Ich glaube, im Moment würde ich quasi die Festung überspringen und würde erst zum Belaya gehen, weil man dann eine gute Route braucht. Wobei man eben auch schon, wenn man die Kohle noch nicht zusammen hat, man kann trotz allem eben schon mit der Corona S60L am Belaya angeln. Auch das ist halt schon möglich. Das heißt, ich werde demnächst nochmal fleißig Spinnfischen hier am langen Graben. Wenn dann Level 12 erreicht ist, zack, ab zum Belaya und dann die erste vernünftige Angelroute für ein Belaya holen. Da dann ordentlich Silber machen. Und ich denke, dann werde ich mir mal diese kleineren Grundrouten holen. So, ihr Lieben, das war's. Weiter geht es mit dem kleinen, frischen Account im nächsten Video. Und gucken wir mal, ja, was für ein Level ich da bin. Das ging ja jetzt relativ schnell, Level 8. Das hat an Gesamtspielzeit, Statistik, 4 Tage, 4 Stunden. Und da war noch ein bisschen rumgetrödelt zwischendrin. Also unter 4 Stunden Realtime kommt man auf jeden Fall mal auf Level 8, vielleicht sogar Level 10. Hau da rein. Dankeschön fürs Zuschauen. Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen. Und beim nächsten Mal geht's weiter mit dem kleinen Account hier. Tschüss.